Du hast also mein Video über den Nürburgring gesehen, wie man seine Angst verliert? Und du willst jetzt wissen, wo die ganzen Videos sind, die ich dir versprochen habe. Ja, also die kommen jetzt in dem Video hier und wenn euch das interessiert und ihr sehen wollt, dann bleibt dran. Ja. Und du bist das erste Mal auf meinem Kanal gelandet und siehst jetzt, wie man eine gute Runde fährt und fragst dich, was soll der Quatsch? Oder ich möchte das auch gern machen. Dann schau dir dieses Video hier an. Wo ist das da? Wie du deine Angst verlieren kannst und ganz entspannt deine erste Runde auf dem Ring drehst. Auch ganz nice. Also, und wenn euch das Ganze gefällt, dann auf jeden Fall liked meinen YouTube-Kanal und abonniert meinen YouTube-Kanal, denn es werden auch viele coole weitere Videos gehen. Ansonsten, wenn du einen BMW hast, sowieso liken und abonnieren, denn ich habe auch viele Sachen über BMW auf dem Kanal. Und nun kommen wir zum Video, aber erst gleich. Ja, nochmal ganz coole Sache. Also vielen, vielen Dank an Alex. Übrigens, er hat auch einen YouTube-Kanal und zwar der heißt Sarg on the Ring. Checkt das aus. Sehr coole Videos, Instandsetzungen, Projekte, Ringfahrten und so weiter. Sehr, sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooles Videomaterial auch auf seiner YouTube-Seite. Also checkt aus, Link unten und hier. Und ja, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Alex. Aber für euch als Story, wie das Ganze zustande gekommen ist, und zwar, das war das Video, was jetzt kommen wird, ist meine Runde, meine erste Runde auch, weiß ich gar nicht, meine Runde bei Nässe. Ich glaube, das war auch meine erste Runde bei Nässe. Und da war der Alex bei mir auf dem Beifahrersitz und hat mir gesagt, wie wir auf der Nordschleife zu fahren haben. Wenn ich wüsste, wer wie wo Alex ist und warum sich da irgendeiner das Recht rausnimmt, mir zu sagen, wie ich zu fahren habe. Ja, eigentlich ganz einfach. Also, ich war beim ersten Mal beim Ring und hatte natürlich mega Schiss zu fahren, bin aber trotzdem gefahren und in der zweiten Runde oder dritten Runde auf der Zielgeraden habe ich geraced mit dem BMW M3. Natürlich habe ich nicht gewonnen, glaube ich, oder schon auch drauf, aber hat Spaß gemacht. Dann sind wir in Kontakt gekommen, haben uns ausgetauscht, haben uns mega gut verstanden und haben sehr, ja, sehr intensiv und sehr cool unterhalten. Und daraufhin hat er, ja, mir das Vertrauen gegeben oder habe ich gefragt und irgendwie ist schon ein bisschen her, sind wir so aneinander geraten, ganz, ganz nett und sehr cool. Und dann hat er angeboten oder habe ich erfragt, irgendwie eins von beiden oder sogar beides auf einmal, dass er mir mal zeigen könnte, wie man eine Runde fährt, so ein bisschen mit Instruktion. Und er selber fährt seit 20 Jahren schon erfolgreich, sage ich mal, auf dem Ring. Kennt jede Ecken, alle Tücken und hat dann mir auf dem Beifahrersitz, während ich gefahren bin, gesagt, worauf ich achten muss und worauf ich zu achten habe, wo man welchen Gang nimmt, wie man die Curbs anfährt, wo die Scheitelpunkte sind, wo die gefährlichen Ecken sind, wo man ja nicht auf den Curb rauf kann und soll und darf und wo die Punkte sind, wo das Auto leicht wird und so weiter. Also sind sehr, sehr, sehr viele wertvolle Tipps in diesem Video drin. Und ja, so im Prinzip, man kann sich auch ein Coaching buchen. Bei Ring hängen so Schilder aus, so, ja, buch den Coaching, wird besser. 70 € pro Runde plus die Runde kannst du alles selber zahlen. Habt ihr von mir gratis in dem Sinne? Also, wie fährt man bei Nässe mit den Instruktionen von Alex, der auch echt Ahnung hat? Das Ganze for free für euch. Viel Spaß, zieht euch das Video rein, leitet es weiter, guckt es euch tausendmal an, denn die Stimme, die bleibt im Ohr, wenn ihr selber da fahrt. Und dann wisst ihr mehr, wenn ihr das erste Mal auf der Runde seid, als ihr jetzt wüsstet, wenn ihr einfach blind fahrt, so wie ich es getan habe. Wenn ihr nicht wisst, wie meine erste Runde war, da seht ihr sie. Ansonsten Film ab, so sieht sie aus bei Nässe. Also, peace. Viel Spaß. Also erzählst du mir ein bisschen so Ja, die. nee, nee, Super. das sagen wir mal, wo es am besten, wie es am besten gefahren ist. Also so leer war es in Ostern schon lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird auch eine Frage, ist ein Opel Speedster. Ja. So, meinen Sie mir nochmal Gürtel öffnen? Manchmal die Sitzposition schneidet es ein. Ja, genau. Ja, das wird schon bequem sein beim Fahren, ja. Ja. Eigentlich auch schon auf die lange Gerade los. Das ist eigentlich noch ein relativ leichter Abschnitt. Da sollte man möglichst lange auf der rechten Seite bleiben. Ja. Gerade wenn man ja, also jetzt ist ja gesperrt, wenn man aber wirklich mal beim DSK fahren, wenn es frei ist zum Beispiel, und da fährst du ja ja wirklich mit dem Vollgas hier entlang, dann ja bleibst du lange auf der rechten Seite, das ist auch meistens trocken jetzt bei ja Nässe. Also es hat auch ein bisschen mehr geregnet, man merkt es auch schon, ein bisschen feucht ist ja es. Genau, bleibst stabil, schaltest dann raus, bleibst auf der rechten Spur und dann
dann hinter der Brücke lenkst du dann langsam, also wenn du Vollgas fährst, nach innen hier zum Scheitelpunkt drüber, aber so bleibst du erstmal außen, das passt. Brauchst du gar nicht. Ja. Jetzt bleibst du auch lange auf der rechten Spur, dann siehst du schon den Curb und löst dich ziemlich spät, so wie der Weiße ungefähr, hättest reinziehen müssen, nah an den Curb ran, ganz nah an den Curb ran. Richtig schön, also musst du mal Rückspiegel schauen, dass du nicht einen rausschneidest. Wirklich ganz nah ran und dann bleibst du mittig und dann gleich wieder ganz rechts an, aber ziemlich spät am Körper hier rüber. Und jetzt geradeaus rein, ganz geradeaus hier, geradeaus runter. Nah an dieser Bande entlang runter. Ja. Jetzt schaltest du den dritten Gang rein. Ja, ist drin. Ist drin schon, genau. Normal würdest du mit dem vierten und wenn du mal eine hohe Geschwindigkeit und dann bleibst du außen, lenkst wieder ganz nah an die Bande rum. Also versuche mal, jetzt ganz, rein. Ganz nah an die Bande ranzufahren. Da siehst du auch nämlich immer so kleine Punkte, die versuchst du immer zu erwischen. Jetzt wieder ganz nah rüber an die Bande und jetzt links rüber Vollgas raus. Genau. Okay. Genau. Jetzt bleibst du auf der linken Spur, scheißt den dritten hoch, versuchst die wieder rechts einzureihen, wenn es geht. Genau, geht, Jetzt bremst du hier geradeaus runter und lenkst am zweiten Scheitelpunkt innen rein. Da sind zwei Scheitelpunkte, wenn der weg ist. Genau, und jetzt bleibst du auf der rechten Spur außen, fährst dann leicht nach links rüber, so wie jetzt ungefähr, scheißt den vierten Gang rein. Ja. Ungefähr jetzt den vierten. Und jetzt aber bremsen. Ja. Und jetzt nah an den Scheitelpunkt hier ran. Jawohl, so passt. Ja. Und jetzt wieder versuchen nach links rüberzutragen, genau. Von da bleibst du möglichst mittig und lässt ihn nach rechts rübertragen wieder. Und du hast geradeaus den Bremsen. Geradeaus den Bremsen. Dann den dritten Gang. Jawohl, okay. Ganz einen Scheitelpunkt dran, sehr schön. Ja. Von da lösen ziemlich spät nach innen, rechts. Ja. Lässt dich rübertragen wieder. Ja. Versuchst ganz rechts rüberzukommen. Und jetzt wieder links einen Scheitelpunkt ganz nah ran wieder. Möglichst mittig bleiben, spät einlenken. Und jetzt hier auch wieder ganz spät an den Scheitelpunkt dran und da hier Lenkung aufmachen, rechts raus. Auf den Körper ruhig rüber, wenn es wäre. Genau. Kannst du alles mitnehmen. Also je, je mehr du mitnimmst, von links außen, wenn es ist, ganz nach innen rechts reinziehen. Noch kein Gas. Spät Gas, hier wieder Gas geben. Und ab hier nochmal kurz runtergehen. Ja. Das geht Leute gerne raus. Ab hier Vollgas drauf. Holtest du dich am besten links ein. Ja. Schaltest nächsten Gang. Genau. Lässt dich genauso übertragen. Nach links leicht nach oben. Gehst du kurz vom Gas runter, weil hier springst du richtig heftig. Ja. Brauchst gar nicht so stark bremsen, es reicht nur, wenn du. Aber jetzt ist es ein bisschen nass, darfst nicht zu schnell fahren. Bleibst ruhig im hohen Gang hier, du musst gar nicht im dritten, kannst ruhig im vierten Gang bleiben. Und bleibst immer. Und ab hier kannst du, wenn es trocken ist, wieder voll auf Kraft. Ab hier kannst du bei Vollgas, bei Trockenheit alles durchfahren bis runter. Wahnsinn. Lässt dich ein bisschen rübertragen nach rechts. Nicht zu nah ran und ab hier mittig ungefähr wieder reich zu übertragen und dann ziemlich nah an der Bande runter mit voll, wenn es frei ist, wie gesagt, wenn es frei ist, an der Bande entlang runter. Und wichtig ist hier mittig bleiben und nicht lenken beim Sprung, das ist ein richtig heftiger Sprung hier. Also nur geradeaus springen lassen und jetzt sanft anbremsen. Sanft anbremsen, bleibst in dem Gang, versuchst nach innen zu ziehen, wenn es frei ist, innen, links innen rein, genau. Und bleibst auf der linken Spur, wenn es geht und tust hier runterbremsen, geradeaus lenken, bremsen und runterschalten. Jetzt den dritten Gang rein, bleibst lange außen. Ja. Lange außen bleiben. Der Scheitelpunkt kommt erst ganz spät. Ja. Hier hinten, hier näher ran. Jetzt rein? Ja, und jetzt ab hier kannst du wieder Gas geben. Lässt dich rübertragen. Ja. Schaltest hier im vierten Gang rein. Bleibst wie er ganz außen. Und wenn du das Schild siehst, links leicht sanft an den ganz nah an die Bande ran. Ja. An die nächste Bande hier rechts ran. Ja. Und wieder links an die nächste Bande ran. Ganz nah ran und möglichst geradeaus runter. Jetzt tust du leicht nach rechts überlenken. Bremst sanft außen an, wenn du schnell bist. Und jetzt möglichst runter von der Bremse mit leicht Gas durch die Senke durch. Genau. Hier kommt eine knifflige Stelle, pass auf, lieber nicht überholen. Du bleibst im vierten Gang. Und jetzt kannst du innen durchfahren. Und jetzt kommt auch wieder so eine ganz knifflige Stelle. Wie fährt man die? Ja, fährst du ganz einfach. Fährst von hier geradeaus an die Bande ran. Geradeaus lenken, so geradeaus. Bremst geradeaus runter. Und bleibst außen. Und dann erst spät einlenken und rum. Also je weniger du machst, desto besser. Okay. Also es bringt nichts, wenn du viel lenken tust, sondern je weniger du da machst, umso besser. Jetzt regnet es sogar noch leicht. Genau, jetzt kannst du wieder Gas geben, im vierten Gang hochschalten, bleibst auch im vierten Gang. Genau, du musst jetzt leicht nach innen ziehen, das siehst du, macht so einen Knick, bleibst kurz innen, lässt dich aber rechts übertragen, wo jetzt ist der Maserati. Ja. Und jetzt anbremsen, sanft, spät einlenken, spät und ganz nah an der Bahn innen wieder Gas, der lässt dich jetzt durch. Kannst durch innen. Du musst geradeaus hinbremsen und du musst runterschalten. Dritten und du musst ganz spät einlenken. Spät, jetzt noch nicht. Ja. Jetzt, da hinten ist der Scheitelpunkt. Ab hier. Ab da unten, genau, da geht's wieder raus. Jetzt musst du ganz nah hier rüber, nicht auf den Körper drauf kommen, links rüber, bleibst links außen und du musst geradeaus runterbremsen. Ganz lange außen bleiben und jetzt sanft einlenken, die Kurve ist berüchtigt. Du merkst schon, wie er rutscht. Ja. Sanft Gas geben, weil die rutschen die Raus rein, weil sie Leitplanke raus hier. Ja. Wirklich bei Nässe berüchtigt. Runterbremsen. Leicht ganz nah an die Körper, ganz innen bleiben, jawohl. Und jetzt bei Nässe alles mit sanft machen, also wirklich ganz sanft.
Die Spiegelkurve kommt jetzt, bleibst du lange außen. Ja. Die erste lässt du ein bisschen rechts liegen. Ja. Die zweite fährst du ganz nah an den Körper ran. Ganz nah ran. Und jetzt wieder raus. Mit schön mit sanft Gas wieder raustreiben. Lass ihn ruhig rüber bis zur Leitplanke und bremst dann geradeaus runter. Die Bande ja nicht berühren. Einlenken, ja nicht auf die Bande rauf, außen näher ran. Ja. Jetzt bleibst du länger außen. Nur nicht einlenken und jetzt hier ganz am Schluss ist der Scheitelpunkt. Ab hier kannst du wieder Gas geben. Ganz nah ran und jetzt links aufmachen und wieder raus. Jawohl. Also je weniger du im Endeffekt lenkst, desto besser ist es. Dann bleibst du hier außen, nach rechts innen ziehen, bleibst rechts außen. Ja. Tust geradeaus wieder hinbremsen, also beim Bremsen nie lenken. Ja. Lösen, nah an die Bande ran und wieder mit Gas raustragen. Lass dich richtig raustragen, bis rüber wieder. Und dann ganz nach innen links rein. Bleibst links, wo der Punkt ist, hier löst du die Bremse, ganz nah die Bande rechts ran und wieder mit vorsichtig raus, ganz links rüber. Weil hier ist dieselbe Stelle, da geht's Heck sofort weg. Ja. Jetzt kannst du geradeaus hochbeschleunigen, bleibst auf der rechten Spur, genau. Schaltest den vierten Gang rein und dann musst du ganz vorsichtig sanft einlenken, weil es jetzt nass ist, an die Bande ganz nah lang ran und die gleiche Lenkung sanft wieder aufmachen. Also hier die Bande ganz nah ran und gleich wieder Lenkung aufmachen, dass du wieder mittig auf, das geht schon los. Gibt's eine Geldphase. Ja. Am besten gleich Warnblinkanlage runterschalten, dritten und dann rechts bleiben. Ja, okay. Bleibst rechts, kannst mit 50, 60 runter. Ja, langsam. Okay, auf die linke Spur haben die gezeigt. Ja. Okay, und dann kannst du wieder Gas geben. Sobald du vorbei wirst, wieder Gas. Das war nicht genau. Typisch Driftkurve, Nässe. Ja. Und bist du bei Nässe sofort raus aus der Kurve. Obwohl du jetzt gar nicht mal schnell fährst. Das kannst du theoretisch hier alles vollfahren mit dem Fahrzeug. Fährst einfach auf das Schild geradeaus hin und lenkst von hier, aber wie gesagt, sanft bei Nässe, immer möglichst nach innen rein. Hier an dem, versuchst immer ganz nah ranzukommen und kannst alles vollfahren bei Trockenheit. Ja. Hier alles voll, bleibst im vierten Gang theoretisch und dann kommt der letzte Knick. Nach dem Sprung schaltest du hier in den fünften rein. Kannst jetzt ruhig in den fünften schalten gehen. Ja. Und dann bleibst du lange außen und fährst ganz nah an die Bahn hinten rüber und wieder voll drauf. Jawohl. Weil da musst du alles mit Vollgas fahren, sonst verlierst du extrem Geschwindigkeit. Kannst du runterschalten, genau. Jetzt lässt sich leicht links übertragen. Weil es geht noch langer Rechtsknick. Da sind viele Bodenwellen auch drin, Vorsicht. Kannst du aber immer noch schön vollfahren, da ist kein Problem hier. Und dann lässt sich leicht rechts übertragen. Jetzt kommt wieder so eine kleine Stelle, da fährst du jetzt links an die Bahn rüber und tust dann geradeaus zur Leitplanke runterbremsen jetzt hier. Aber wirklich nur sanft. Sanft, das reicht schon. Bleibst außen, lenkst ganz scharf links ein und gleich noch mit Gas raus. Ja. Also da auch wieder weniger ist mehr. Ja. Wirklich nur rübertragen lassen, bremst dabei. Dann tust du dich am besten von hier aus nach links einsortieren. Jetzt siehst du gar nichts erstmal. Ja. Wartest auf die Gruppe und du tust dann nach der Gruppe noch nach links und dann rechts an die Bahn vorbei und gleich mit sanft Gas raus. Genau. Jetzt kommt ein etwas schnellerer, glaube ich, in dem 3. Ja. Dann bleibst du rechts am besten. Dritten Gang rein und dritten Gang runter und dann möglichst mittig bleiben hier, ab hier den Scheitelpunkt erwischen und dann mit Gas wieder links drüber raustragen. Ja. Genau, also hier wieder schön rübertragen lassen. Genau. Da könntest du theoretisch, wenn du schnell bist, den vierten noch kurz reinschalten, müsstest du aber dann hier wieder den dritten runterschalten. Jetzt kannst du dich reinfallen lassen ins Karussell, lange oben bleiben und jetzt erst runter. Jawohl, spät, genau, so perfekt. Und jetzt noch kein Gas geben. Wichtig ist, nicht versuchen, hier Zeit gut zu machen. Ja. Sich dreht sofort rum. Okay. Erst wenn du jetzt die Lenkung gerade machst, dann erst darfst du wieder Gas geben. Okay. Also ein bisschen zu früh und sich dreht. Okay. Hier nah an die Bande ran, richtig weit raustragen lassen mit dem schnellen Auto. Von außen links nach rechts rüber. Kurz zum Gas runter. Versuchen ganz nah an die Bande ran, ganz nah ran und gleich wieder aufmachen. Nah ran und wieder rüber. Jawohl. Aufpassen, das rechts ist schmierig, ohne Ende. Ja. Da fliegen sie auch reinweise ab. Hier auch das gleiche, lange außen bleiben. Spät einlenken, Scheitelpunkt ist spät hier hinten. Weiter und jetzt wieder Gas. Jawohl. Dann wieder spät an Scheitelpunkt hinten suchen und dann links rübertragen lassen auf die linke Seite. Genau, bleibst außen links, kurz im Gas runter, spät rechts einlenken und dann wieder schön mit Gefühl voll raus beschleunigen. Theoretisch könntest du jetzt dann im vierten wieder hochgehen, wenn es jetzt nicht schnell genug lässt, den dritten, ist einfacher. Nach links rüber, nach links runter und jetzt kommt der Wippermann. Einmal kurz spät, hier ist der zweite Einlenkpunkt. Ja. Runter noch kein Gas geben, ganz wichtig, machen viele falsch. Ja. Da ist der zweite Einlenkpunkt, noch kein Gas geben und erst wenn du den dritten siehst, wenn du am Scheitelpunkt bist, da darfst du wieder voll ins Gas rein. Ja. Dann links rüber, da ist wieder der regulierende Notbremser. Jetzt wieder am besten rechts einsortieren, einfach gemütlich mit 60 sowas durchfahren. Und theoretisch würdest du jetzt hier alles im vierten Gang theoretisch fahren, also immer schön von außen anfahren. Du kannst doch ruhig ideal in die fahren, nach ganz nah an den innen rein.
und dann letztlich theoretisch wieder weiter raustragen und dann hier tust hier geradeaus runterbremsen und auf der linken Seite und runter schalten, dritten Gang. Da ist schon wieder einiges los heute, ne? Ja, doch. Jetzt wird er eh gleich abgeschleppt. Da würdest du theoretisch auf der linken Spur außen bleiben und ganz lange auf der linken Seite bleiben und dann spät einlenken und dann. Ja, der Scheitelpunkt ist ja auch sehr spät. Der ist ganz spät hinten, genau. So ist es. Die stehen hier immer noch, die standen hier immer. Ja. Haben wir lange warten müssen. So, und jetzt kannst du da ganz mal, jetzt kommt die Eiskurve, da oben ist auch wieder so ein besonderer Punkt, da bleibst du wieder ganz lang, hier bleib ganz lang links, rechts außen und tust spät einlenken, weil der Scheitelpunkt ist erst um die Ecke rum. Also bleibst du immer noch außen, jetzt lenkst du ganz da ran und da ist der Scheitelpunkt. Und ab hier vorsichtig wieder Gas, du kannst über den Kopf geradeaus rüberfahren, wenn du willst. Ja. Ist sogar teilweise besser, weil du nicht hinlenken musst. Mach mittig, lässt ihn nach rechts rübertragen. Ja. Und von hier ganz schnell an den Punkt, ganz wichtig hier ganz nah ran, aber ja nicht drauf, weil sonst fliegst du auch in die Wiese. Ja. Jetzt wichtig hier, bremsen, Achtung jetzt, runter von der Bremse, runter, runter und wieder nochmal bremsen. Ach so, okay. Ja, nicht auf dem Boden, gerade bei Nässe. Also vorher bremsen, lösen, nochmal bremsen. Okay. Jetzt lenkst du dann blind in die linkse Kurve rüber hier, schaltest am besten hier in den nächsten Gang hier rum rauf, schon den nächsten Gang rein, vierten Gang. Und dann kannst du von hier aus nach blind nach links unten rein lenken. Ja. Und mach ja nicht den Fehler, dass du wegen dem anderen in die Wiese reinfährst. Ja. In die Wiese muss der andere muss an dir vorbei, nicht du. Ja. Also bleib immer schön auf deiner Spur und die anderen müssen irgendwie sehen, wie sie da durchkommen. Hier Lenkung blind aufmachen, das siehst du nämlich vorher auch nicht. Und dann wieder nach rechts rüber. Ab hier kannst du wieder Vollgas geben und tust dann links rübertragen lassen. Genau, wo der Maserati jetzt ist. Ganz wichtig ist wieder nicht viel lenken, sondern geradeaus hinbremsen zu dieser Bande auf der linken Seite. Gerade bleib links. Links. Ja, genau. Ja. Bleib in dem Gang, ganz nah wieder in rechts rein. Bleib wieder ganz lang rechts außen. Genau, und dann wieder spät einlenken zum Scheitelpunkt rüber. Und ab da kannst du wieder rechts raustragen lassen. Also für die ganze Fahrbahn ruhig nutzen. Ja. Hier bleibst du lang rechts, schaltest runter und sollst dich spät reinfallen lassen. Spät. Also nicht schon zu früh, sondern erst wenn du. Genau, jetzt hier links innen rein. Jawohl. Ja. Noch weiter runter. Du bist jetzt auf zwei Bahnen, du müsst noch weiter unten rein. Genau. Und dann bleibst du innen drinnen. Schaltest den vierten Gang hoch, hier noch eine ganz wichtige Stelle, bleib lang links außen und dann fahr ganz nah den Körper innen rein und mach die Lenkung gleich wieder auf. Jetzt und gleich wieder auf, lass dich übertragen, jawohl. Damit du mehr gerade machst. Bleib außen, wenn sobald du die Bande rechts siehst, geh vom Gas runter, fahr zur Bande hin, jetzt kommt sie. Und ab der Bande kannst du wieder, wenn es trocken ist, voll draufsteigen. Ja. Und schon bist du rum. Dann kannst du dich wirklich bis zur linken Linie wieder bei Trockenheit voll raustragen lassen. Ja. Damit du dann viel Schwung auf die Gerade mitnimmst, sozusagen. Jetzt haben wir schon einen Regenblock, jetzt... Genau. Und ganz wichtig ist, lass dir Zeit beim Schalten, lass dir Zeit beim Bremsen. Lieber mit Ruhe fahren als hektisch oder so. Ja. Bei Nässe ganz wichtig, wirklich mit Ruhe. Und wenn du das, die Linie ungefähr so irgendwann mal drin hast, dass du auch schön an... weniger ist mehr sozusagen, dass du dich immer in der Lenkung bremst und dann schön gerade bremst. Dann ist es eigentlich relativ einfach zum Fahren, dieser. Ja. Gerade so wie Adenauer Forst zum Beispiel. Das machen viele Leute falsch, die kommen dann in die Kurve rum und fangen dann in der Kurve an zu bremsen. Aufmachen, zu links übertragen lassen und geradeaus hinbremsen, dann geradeaus mit dem Scheitelpunkt rüber und dann einlenken und rum. Zack, zack. Ja, ja. Da kann eigentlich fast nichts schief gehen. Also, wenn man es richtig macht, ne? Ja, genau. wenn man's richtig. Aber wie gesagt, wenn du falsch in der Kurve schon an der Bremse ankommst, ist schon klar, dass es eigentlich fast nicht gehen kann. Ja. Das war ein Kindheitstraum, mal einfach auch ein bisschen Instruction zu kriegen. Ja, wie bist du darauf gekommen? Ja, auch mal ein bisschen Instruction zu kriegen. Ja, das macht es viel einfacher. Ja, tatsächlich, ich war mit meinen Eltern immer, also war schon immer autobegeistert. Und mit meinen Eltern war ich öfter mal in der Mosel, als ich klein war. Aha. Musste ich halt immer zum Nürburgring hin, weil ich wusste, da gibt es ja was. Ja. Und dann stand ich hier immer mit solchen großen Augen und alles. Und dann, jetzt letztes Jahr sind wir auch das erste Mal wirklich hier hingefahren, also einfach noch nicht. Und dann einfach mal eine Runde gedreht, wenn man schon mal da ist. Natürlich habe ich auch höllen Respekt vor der Strecke, also das ist auch wichtig. Gut, ist auch richtig so. Ja. Man sieht ja auch bei YouTube-Videos, wie viele abfliegen und wie schnell das geht und wie sich auch zerlegen. Ja. Also gerade an so Tagen wie gestern, wo wirklich reihenweise Leute dabei sind, die noch nie drauf waren, die vor allem zeigen wollen, was sie Tolles können, da kannst du wirklich hinstellen, zuschauen, wie die reihenweise abfliegen. Ja. Ich weiß noch, vor 4 Jahren sowas waren wir auch im Karfreitag, sind wir auch selber gefahren. Mhm. Und da ist dieser ganz berühmte Unfall passiert, kurz hinter mir.
wo dieser kleine so Geländewagen sich überschlagen hat über die Leitplanke und alles raus. Genau, richtig. Ja. Das war auch am Karfreitag sozusagen. Der wollte auch zeigen, er wollte mit seinem Geländewagen Driftübungen machen. Ich bin vorher durch Adenau Forst mit dem M5 durchgedriftet, wollte ja mir nachmachen. Und kurz darauf, zack, ist er hinten über Leitplanke rübergeknallt. Scheiße.